Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Zehn, neun, acht, ja, ich weiß, dass noch nicht Silvester ist, ich übe einfach nur gern. Sieben, sechs, und vor allem müssen wir auch anzählen, dass jetzt gleich das neue Sammlungsupdate startet. Ich hab tatsächlich gerade vergessen, bei welcher Zahl ich war. Anyways, 3, 2, 1, meins, irgendwie sowas oder eures, ich weiß es nicht. Meins ist auf jeden Fall das, was jetzt gerade hier vor mir steht, und ich freue mich tatsächlich, dass wir das Jahr 2023 gemeinsam ausklingen lassen. Ja? Sonntag, 17 Uhr, der 31.12. wahrscheinlich seid ihr genauso wie ich gerade beim Vorbereiten von irgendwelchen nicht jugendfreien Getränken, beziehungsweise könnt ihr dann morgen tatsächlich den Kater zelebrieren, ebenfalls mit mir, warum auch immer man das wollen würde. Nicht mal ich will meine Stimme am 1. Jänner hören. Aber gemeinsam mit Frank Buttermann bei der Fernsehschatztruhe gibt's hier zur Schnapszahl, das bedeutet in diesem Fall am 1.1. um 0:00 die neue Folge von Der Harte und der Zarte. Das möchte ich an der Stelle auf jeden Fall erwähnt haben. Das Format geht definitiv 2024 weiter. Genauso wie selbstverständlich auch Depp und Deppert und die ganzen anderen Dinge, die ich im Jahr 2023 gemacht habe. Es wird auf jeden Fall Blu-ray-Checks weiterhin geben, Quickie-Reviews, vor allem Wunsch-Quickies. Noch einmal ein fettes, fettes Danke an alle meine lieben Supporter, die mich über eine Kanalmitgliedschaft bzw. Patreon unterstützen und damit viele Dinge hier auf dem Kanal erst möglich machen, die eben sonst, naja, nicht möglich gewesen wären. Da möchte ich mich gleich einmal bedanken auf der ersten Seite bei meinem allerersten Patreon-Supporter, bei André L, der mittlerweile eben schon seit über seit März 2020 auf jeden Fall dabei ist. Und ich habe letztens angekündigt, dass ich als Dank an meine Wunsch-Quickie-Wünscher im Dezember quasi eine Runde aufs Haus schmeiße. Das heißt, dass alle drei sich für den Jänner zwei Quickies aussuchen können. Da darf ich im Jänner für den lieben André die Filme Liebe und Eis bzw. White Heat schauen. Dann möchte ich mich bedanken bei meinem lieben Kanalmitglied Aston Martin. Auch er jemand, der tatsächlich mit einem absolut großartigen Händchen Wunsch-Quickie-Reviews für mich aussucht. Deswegen freue ich mich ganz besonders im Jänner auf der einen Seite Rotenburg für euch zu reviewen, den ich tatsächlich schon gesehen und auch das Review schon aufgenommen habe, beziehungsweise Serial Lover aus einem seiner Mystery-Pakete und last but definitely not least auch der liebe Hartwig Stolzlechner, der ebenfalls ein sehr interessantes Händchen hat, um interessante Titel für Wunsch-Quickies auszusuchen. Der hat sich im Jänner auf der einen Seite eben gewünscht, das Geheimnis der blutigen Lilie, glaube ich, heißt, der in der Eurocult Collection neu erscheint, beziehungsweise den Splatter-Klassiker Baby Blood. Danke an euch, danke an alle anderen, die meinen Kanal unterstützen, vor allem natürlich auch an diejenigen, die zum Beispiel bei Patreon noch dabei sind. Auf der einen Seite Martin Kalis mit seiner Facebook-Gruppe Stars and Me, einer wundervollen Plattform zum Austausch von Fotos mit berühmten Persönlichkeiten, beziehungsweise Kevin Zindler, der zusätzlich dazu, dass er mich unterstützt, auch selbst einiges an toller Arbeit abliefert. Er ist zum Beispiel einer der Mitherausgeber des Art of Horror Magazins, wo gerade jetzt erst die 16. Ausgabe erschienen ist. Da möchte ich dem lieben Kevin auf jeden Fall alles, alles Gute und Liebe für das Jahr 2024 wünschen. Er möchte ja jetzt ein bisschen kürzer treten und das Magazin pausiert auch einmal bis ins dritte Quartal. Da freue ich mich natürlich auf frische Projekte dann im Ausklang quasi des kommenden Jahres und wünsche sowohl Kevin als natürlich auch Matthias Bogner und dem Rest der Crew alles, alles Gute. Außerdem hat mir der liebe Kevin mit diesem Magazin auch noch ein nettes Mystery-Paket mitgeschickt, wo wir uns dann natürlich gleich auch noch einmal die enthaltenen Titel näher anschauen. Aber und damit möchte ich tatsächlich das Danke weiterführen, denn wie er mein letztes oder vorletztes, ich weiß gar nicht mehr, Sammlungsupdate gesehen hat, der hat ja mitbekommen, dass ich mir bei Turbine die großartige Knight Rider Anniversary Edition bestellt habe und da relativ grantig war, dass diese vom Enterlock Shop einfach unzureichend verpackt und deswegen eingedellt geliefert wurde. Ich habe mich natürlich mit ihnen in Verbindung gesetzt und habe meinen Unmut kundgetan, habe dann tatsächlich ganz kurze Zeit später von Turbine direkt eine E-Mail bekommen und ebenfalls wieder wenige Tage
Tage später war tatsächlich eine komplette, intakte Austauschbox in meinem Paketfach. Da möchte ich an der Stelle auch an Turbine noch einmal ein fettes, fettes Danke sagen. Natürlich könnte man einzelne Probleme umgehen, indem gleich einmal gut verpackt wird, aber man darf an der Stelle jetzt wirklich nicht garstig oder zynisch sein. Wenn etwas mal schief geht, ist der Kundenservice von Turbine und Enterlog absolut großartig und sie kümmern sich hier um die Anliegen. Das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Dann möchte ich ganz kurz noch einmal auf der einen Seite noch ganz kurz auf das Magazin blicken, beziehungsweise habe ich in der vergangenen Woche auch andere Rezensionsmuster bekommen, die ich ja tatsächlich überraschend früh dieses Mal bereits vor der Kamera ausgepackt habe, weil ich mir gedacht habe, ich brauche vielleicht ein bisschen Vorlaufzeit, um die Reviews fertig zu bekommen. Deswegen habe ich bereits Anfang der Woche hier meine Reviews vorbereiten können, nämlich auf der einen Seite zu den neuen Titeln, die ich hier bekommen habe von Play on Pictures, auf der einen Seite die neue Western-Box zu den Tramplern bzw. Ringu O. Das beides Reviews, die mittlerweile bereits fertig sind, die allerdings noch nicht auf dem Kanal online sind, auch noch nicht für Kanalmitglieder, weil mir noch die Gegenshots fehlen. Das werde ich jetzt dann in Bälde einmal nachholen, damit ich da eben die Preview für die Kanalmitglieder machen kann. Noch einmal vielleicht an der Stelle der Hinweis, dass für alle, die mich mit einer Kanalmitgliedschaft hier direkt auf YouTube unterstützen, tatsächlich vorab Zugriff auf, ich sage mal, fast alle Videos hier haben. Teilweise nur Stunden, teilweise vielleicht sogar Tage und Wochen vor dem regulären Release sind hier eben alle Sammlungsupdates, Sammelsurium-Clips, Quickie-Reviews beziehungsweise eben auch Blu-Ray-Checks, außer ich bin eben an irgendeinen VÜ-Termin gebunden verfügbar. Das ist vielleicht ein kleines nettes Goodie als Danke schön für eure Unterstützung. Dann habe ich ebenfalls ein neues Paket bekommen von Lucky Seven, die auch im ausklingenden Jahr im Dezember noch einmal drei Titel veröffentlicht haben, nämlich auf der einen Seite den neuen Film Tone Deaf mit Robert Patrick. Da kommt das Review ebenfalls relativ bald am Anfang der nächsten Woche. Außerdem ein Repack des alten Mediabooks von Slumber Party Massacre. Da haben wir uns eben die neue Verpackung bereits angeschaut und der großartige neue Release von Der Tiger von Osaka mit der Soundtrack-CD mit dabei. Aber ganz besonders, was ich mir zwar notiert habe, aber ich Depp dann vergessen habe im Review zu erwähnen, deswegen habe ich es nachher im Kommentar ergänzt und sage es auch jetzt im Sammlungsupdate noch einmal, nicht nur mit überarbeitetem HD-Bildmaster, sondern auch mit einer überarbeiteten deutschen Tonspur. Die ganzen Soundeffekte, die früher bei der deutschen Tonspur gefehlt haben, wurden jetzt feinsäuberlich wieder integriert und sogar die Gesprächsfetzen aus den damals geschnittenen Szenen mit Dialog wurden für diesen Release nachsynchronisiert. Das finde ich absolut großartig. Und wirklich schade, dass das in meinen Notizen beim Aufnehmen des Reviews irgendwie untergegangen ist. Aber was definitiv nicht untergeht, das ist die Lautstärke meiner Stimme. Es tut mir leid, damit kann man zwar Schiffe versenken spielen, aber egal. Wir können jetzt einmal einen Blick werfen auf das, was ich mir da letzte Woche geholt habe. Dabei möchte ich sagen, dass ich bei Amazon noch das Cape Light ja gegen Ende des Jahres dann noch einmal eine großartige -24% auf die meisten Mediabooks-Aktionen gehabt hat, wo ich natürlich großflächig zugeschlagen habe. Die kommen allerdings erst im Jänner wahrscheinlich an. Dass ich dabei natürlich auch drauf gekommen bin, dass Mediabooks wie Harry und Sally beziehungsweise überraschenderweise auch Alienoid mittlerweile ausverkauft sind, dass ich die dann natürlich gleich einmal bei Amazon eingepackt habe, damit mir die nicht entgehen. Außerdem hatte Amazon das Teenage Mutant Ninja Turtles Steelbook ein bisschen günstiger und ich habe mir beim Mediamarkt Gran Turismo, auf den ich mich wirklich freue, und Equalizer 3 mitgenommen. Und ich muss an der Stelle sagen, ich bin leider einer von diesen unglücklichen Leuten, die sich immer überlegt haben, ja, dieses Amazon-exklusive Equalizer 3 Steelbook mit diesem absolut geilen Motiv, wo dieser gezeichnete Denzel Washington aus der Justitia herausbricht, das ist wirklich geil und ich werde es mir definitiv holen, wenn es irgendwann einmal günstiger ist. Dann haben das allerdings so viele Leute gepostet, dass ich mir irgendwann einmal gedacht habe, okay, ich fürchte eher, und dann ist mir wieder eingefallen, ah ja, warte mal, bei Gran Turismo war das ja genauso, dass vielleicht auch bei diesem Columbia TriStar Steelbook die Amazon-exklusive Version irgendwann einmal relativ bald ausverkauft sein könnte und habe es noch bestellt. Glück für mich, am nächsten Tag war es ausverkauft. Pech für mich, es war trotzdem nicht mehr verfügbar und Amazon hat die ganzen letzten Bestellungen storniert, inklusive meiner. Übrigens, danke
dankenswerterweise, ohne mir überhaupt ein E-Mail darüber zu schreiben. Das fand ich persönlich ja ganz besonders genial an der Stelle. Aber ich bin auf jeden Fall nicht ganz unhappy, dass ich zumindest eben diese andere Version dann in meiner Sammlung habe, weil ich mir denke, das ist womöglich sogar ein ganz netter Film. Ich muss zugeben, ich fand ja damals, als das Ganze begonnen hat mit Equalizer und John Wick, die gleichzeitig auf den Markt kamen, war ich fast noch Team Equalizer, aber natürlich war der zweite Teil von Equalizer dann etwas schwächer und der zweite von John Wick, holy freaking hell, aber dazu dann an anderer Stelle mehr. Jetzt würde ich sagen, wir schauen einfach einmal auf die Dinge, die ich in der vergangenen Woche bekommen habe, und an dieser Stelle hallo und herzlich willkommen zum letzten Sammlungsupdate des Jahres 2023. Das nächste Jahr ist aber eben bereits im Laufen, die ersten Reviews sind vorbereitet. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen, aber trotzdem noch einmal wünsche ich euch einen guten Rutsch, viel Erfolg und gute Gesundheit im neuen Jahr, und jetzt lasst uns beginnen. Manche Leute finden es bereits geil, ein Arschloch zu sein. Für andere ist das hingegen noch nicht genug und sie verspüren erst dann so richtige Joy, wenn sie jemanden killen können. Glücklicherweise werden solche Aussagen aber meistens durch recht dicke Gitterstäbe getroffen. Dabei muss ich sagen, dass Killjoys eine interessante Serie ist, die nämlich auch den Untertitel Space Bounty Hunters trägt. Das heißt, in diesem Fall kann man sich gleich einmal vorstellen, was es bedeutet, wenn auf irgendeinem Zettel steht, tot oder lebendig. Beziehungsweise ist es ja so, dass diese Killjoys dann womöglich so sehr die Köpfe sammeln, wie ich die Trophäen in meinem Regal. Und da gibt's übrigens bei mir dann auch einige nette helfende Händchen, die mich bei der Ansammlung dieser Trophäen unterstützen. In diesem Fall haben wir es ja mit einem netten Mystery-Paket von meinem ganz lieben Supporter Kevin Zindler zu tun, das ich bereits vor einigen Tagen oder Minuten, je nachdem welches Video ihr gerade schaut, ausgepackt habe, aber wo ich jetzt natürlich noch einmal einen genaueren Blick drauf werfen möchte, weil sich in diesem Paket einige wirklich absolut großartige Schätze verstecken. Und so muss ich eben auch an der Stelle dazu sagen, dass mir die Serie Killjoys bereits das ein oder andere Mal aufgefallen ist. Die Serie wieder hierzulande über Pandastorm veröffentlicht, hat es ja mittlerweile bereits auf, ich glaube, 5 Staffeln, 50 Folgen gibt es von dieser Serie gebracht, die zwischen 2015 und 2019 gelaufen sind. In diesem Fall hat es in mein Paket einmal die erste Staffel als DVD und die zweite Staffel dann sogar in High Definition auf Blu-ray geschafft. Dabei muss man sagen, dass ich bei der Serie schon immer relativ fasziniert war von diesen coolen Schubern, weil ich einfach finde, dass eben dieses Holopapier, dieses Cover-Artwork so richtig schön in Szene setzen. Und das, obwohl das Keepcase und der Schuber jeweils das gleiche Artwork aufweisen, dass das halt eben einfach durch dieses unterschiedliche Finish hier einfach komplett anders zur Geltung kommt. Wir haben eben hier bei der ersten Staffel 3 DVDs, beziehungsweise hat uns Pandastorm netterweise auch noch einen Episodenguide beigelegt, wo man eben auch die Beschreibungen von den enthaltenen 10 Folgen der ersten Staffel lesen kann, was, finde ich, bei einer Serienveröffentlichung immer etwas absolut Hilfreiches ist, wenn man da eben als Käufer gleich einmal das gesamte Informationspaket hat und nicht, wenn man sich jetzt eben fragt, warte mal, diese eine Folge, war das die, wo das passiert ist, irgendwo ins Internet gehen muss und auf irgendwelchen Episodenguides selbst aktiv werden, sondern dass das einfach beiliegt. Das Cover von der zweiten Staffel hier eben in der Blu-ray-Version finde ich ebenfalls absolut genial, kommt auch, finde ich, ebenfalls sehr schön zur Geltung mit diesem Holopapier-Look. Im Fall der Blu-Ray sind die, ich nehme an, wieder 10 Folgen mit 460 Minuten Gesamtlaufzeit auf 2 Scheiben verteilt, beziehungsweise können wir hier einen Blick werfen, werden wahrscheinlich ebenfalls ein Booklet finden. Das fand ich gerade vorher bei der DVD-Version recht interessant, dass man natürlich auch, um Produktionskosten zu sparen, dann hier nach dem kleineren Blu-Ray-Format geht und eben auch bei der DVD nur das Booklet
im Blu-ray-Format beiliegt. Das ist natürlich etwas, das finde ich bei DVD-großen Veröffentlichungen dann doch immer etwas befremdlich wirkt auf den ersten Blick, ist aber, finde ich, ein Kompromiss, den man als Sammler und Fan auch bereit sein sollte einzugehen, weil es wahrscheinlich sonst eher darauf hinauslaufen würde, dass die Labels eher gar nichts beilegen, als dass sie sich da wirklich zusätzliche unnötige Kosten aufhalsen. Aber wir kommen jetzt einmal zu einem ganz besonders interessanten Film in diesem Mystery-Paket und tatsächlich einer, auf den ich mich mit am meisten freue. Denn wer mich eben kennt, weiß, dass ich die klassischen Hau-drauf-Martial-Arts-Streifen und Eastern wirklich, wirklich liebe und dass ich davon einfach nicht genug haben kann. Aber trotzdem habe ich noch lang nicht genug, weil ich komme immer wieder auf neue Titel drauf. So eben beispielsweise Kung Fu Executioner, auch bekannt als dem aus dem Titel Die Depesche des Todes. Diese Depesche ist offensichtlich aktuell wirklich in Mode. Beziehungsweise ist es in Mode, sie zu verbergen, denn dieser Film ist einer der wenigen klassischen Eastern, die in Deutschland nicht nur im Jahr 1984 auf den Index für jugendgefährdende Medien gesetzt wurden, sondern die bei der Neubegutachtung 2009 dann nicht automatisch von der Liste wieder gestrichen, sondern folgeindiziert wurden. Dieser Film ist auch heute immer noch indiziert. Neben der alten deutschen VHS-Version von Mike Hunter gibt es eben dann nur die DVD-Fassung, wobei die, die ich hier habe, von Retrofilm ein Repack von der älteren DVD von New ist, wobei alle Fassungen in der OFDB als ungekürzt angesehen werden, allerdings mit dem Hinweis, dass es sehr wohl einige abgehackte Szenenwechsel und Übergänge gibt, wo man allerdings eben nicht wissen kann, ob dieser Film jetzt geschnitten ist in der deutschen Auswertung oder ob es da einfach nur um ein unsauberes Master mit dem ein oder anderen Filmriss oder sonst was man es zu tun hat. Das ist leider schade. Falls da irgendjemand vielleicht zusätzliche Informationen über diesen Film für mich hat, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ich finde allerdings, nachdem ich hier in der OFDB die anderen Cover-Artworks sehe, die ich gar nicht mal so schön finde, finde ich wirklich dieses gezeichnete Motiv hier von Retrofilm wirklich das Schönste, das es eigentlich von diesem Film gibt und freue mich, dass ich den endlich sehen darf. Ist ja leider eben etwas, das man als Eastern-Fan immer wieder mal auch in Kauf nehmen muss, dass es bestimmte Filme nur in sagen wir mal, unsauberen Fassungen gibt. Da kommen wir übrigens zu einem anderen Film, der definitiv unsauber ist. Wir wechseln nämlich zu dem philippinischen Regisseur Teddy Page, der uns bereits Titel serviert hat wie Ninja-Jäger oder Die Macht der Ninja, Wartime, American Force Fighter, Blood Ring oder Blood Brother 2. Ich liebe diese alten Titel. Der hat mit Fireback einen interessanten Film gedreht mit keinem geringeren als Richard Harrison in der Hauptrolle, der nämlich offensichtlich nicht nur für Godfrey Ho, sondern auch für Teddy Page gedreht hat. Dieser Film kam im Jahr 1983 auf den Markt, war interessanterweise in der alten deutschen Videofassung um circa 1,5 Minuten an Gewalt geschnitten, war allerdings auch in der alten britischen VHS-Fassung trotz 18er Freigabe nicht ganz vollständig, wobei die dort fehlenden 45 Sekunden weniger auf bewusste Zensur, sondern eher auf ein unsauberes Master zurückzuführen sind. Und in diesem Fall gibt es jetzt dann endlich eine komplett ungeschnittene Fassung des Films als deutsche DVD, von der ich interessanterweise, genauso wie übrigens generell von, doch, das Label Danger Zone war schon mal in einem Mystery-Paket drinnen, aber ist auf jeden Fall dennoch ein sehr, sehr unbekanntes Nischenlabel, das allerdings, wie ich finde, wirklich absolut geile Sachen ausgräbt. In dem Fall gibt es übrigens sogar noch ein alternatives Wendecover hier mit dem alten deutschen VHS-Artwork, wobei ich auf jeden Fall dieses gezeichnete Motiv vorziehe und auch hier in diesem Mystery-Paket wirklich einen Film drinnen habe, über den ich mich riesig freue. Genauso wie übrigens auch über den nächsten Titel hier im Mystery-Paket, nämlich Stärker als stählerne Ketten. Das klingt doch nach einem einladenden Scheißdreck. Vor allem nach einem Film, der auch überraschenderweise ungeschnitten mit 18er Freigabe von Pacific Video auf VHS veröffentlicht wurde und der von 1986 bis 2011 auf dem Index gestanden ist. Allerdings
ist er jetzt dann auf DVD erschienen, ebenfalls laut OFDB umgeschnitten, natürlich 1:1 mit dem alten deutschen VHS-Cover-Artwork, wobei interessanterweise der Titelschriftzug hier natürlich nach oben gerückt ist. Da wäre eigentlich kein Text zwischen diesem ganzen Motiv und der Titelschriftzug eigentlich nur darunter. Das war allerdings aus Platzgründen notwendig, dass man das hier adaptiert. Und auf dem Backcover gibt es dann auch noch ein paar Bilder aus dem Film, beziehungsweise eben hier ganz kurze Angaben zu dem Titel und im Inneren noch einmal, das ist auch wirklich ein geiles Motiv, ganz ehrlich, da schaut Worth Keeter ja eigentlich fast aus wie der perfekte Reb Brown-Imitator. Und dazu das Wendecover ohne FSK-Logo, absolut perfekt. Dann können wir einen Blick auf einen weiteren sehr interessanten Film werfen, weil Romantikfilme wissen wir ja alle, das ist nicht unbedingt mein Genre, aber das klingt gar nicht mal so uninteressant. Unter der Regie von John Bell, der uns beispielsweise als Regisseur zuletzt tatsächlich eher Serien folgen aus beispielsweise Arrow, Heroes, Criminal Minds, Supernatural, Las Vegas und so weiter serviert hat. Der hat allerdings früher interessante Filme auch gedreht, von Bingo Long über den Dracula 1979, War Games Nummer 5, Lebt auf die harte Tour, Codename Nina, Drop Zone. Das sind ein paar witzige Titel von ihm erschienen. Und Ein Vogel auf dem Drahtseil soll eine Mischung aus Romantikkomödie und Action-Thriller sein. Also quasi alles auf einmal. Dabei ist der Film hierzulande schon seit jeher mit seiner 12er Freigabe ungeschnitten gewesen, auch im Kino, und liegt hier in der Blu-ray-Version vor. In der DVD-Version vor, interessanterweise, gibt's von dem Film bereits auch eine deutsche Blu-ray, wobei die nicht mehr direkt von Universal veröffentlicht wurde, sondern sich da Koch Media damals die Lizenz an dem Titel geschnappt hat. Muss ich tatsächlich zugeben, das ist ein Film, den Rob Cohen sogar noch produziert hat, von dem ich auch, und Bill Duke und David Carradine spielen da auch noch mit Hans Zimmer Musik, von dem ich tatsächlich, bis ich den aus dem Mystery-Paket geholt habe, einfach überhaupt nichts gewusst habe. Von daher freue ich mich definitiv, dass das jetzt in meiner Sammlung ist. Das könnte, obwohl ich eben mit dem romantischen Aspekt von dem Film wahrscheinlich nicht ganz d'accord gehe, vielleicht trotzdem ein paar witzige und actionreiche Szenen bieten. Ebenfalls ein komplett neuer Titel für mich, das war Backtrace mit Sylvester Stallone, ein Film aus dem Jahr 2018, der hierzulande über Konstantin Film veröffentlicht wurde, auf DVD und Blu-ray, und von dem ich tatsächlich wirklich weder etwas gehört noch gesehen hatte damals. Ich muss auch sagen, das Artwork lässt quasi schon auf ein absolutes B-Movie hoffen. Aber ganz ehrlich, das aus meinem Mund ist ja nicht gleich zwangsläufig mit einer Kritik gleichzusetzen. Ich mag kleinere, billigere Thriller und bin demnach durchaus gespannt, was es hiermit auf sich hat. Und freue mich, dass ich dank dem lieben Kevin diesen Film jetzt auch in meiner Sammlung habe. Auch wenn ich sagen muss, diese Hülle von Konstantin finde ich irgendwie ganz seltsam. Die ist nämlich hier wesentlich scharfkantiger, als dass diese Keepcases normalerweise sind. Obwohl es tatsächlich eine Original M-Ray ist, wirkt die aber eigentlich in der Haptik so, als wäre sie die billigste Imitation einer Original M-Ray. Und last but not least, apropos Original, ein Film, für den schon viele Leute von Ben Stiller und vor allem Robert Downey Jr. verlangt haben, sich zu entschuldigen, was die beiden übrigens genialerweise einfach direkt abgelehnt haben. Tropic Thunder war auf jeden Fall einer der witzigsten Filme der 2000er Jahre. Eben ein Film, der vor allem das Filmemachen auf die Schaufel nimmt, mit einem grenzgenialen Tom Cruise mit dabei, mit einer Selbstironie, die man ihm kaum noch zutraut. Muss ich echt sagen, ich habe zwar schon diverse Fassungen von Tropic Thunder in meiner Sammlung, muss aber sagen, dass das Auspacken von dieser DVD im Mystery-Paket für mich trotzdem ein sehr schöner Moment war, weil mir dadurch eingefallen ist, dass ich glaube, mir Tropic Thunder bald wieder mal anschauen muss. In Amerika gibt es ja tatsächlich sogar schon eine 4K UHD-Version, aber nicht über Paramount direkt, sondern über Kino Lorbeer. Bin ich gespannt, ob man sich
Bei uns auch noch einmal traut, diesem mittlerweile kontroversen Film ein 4K-Upgrade zu spendieren. Ich würde mich freuen. Aber, und das ist ja eben das Schöne an physischen Medien, selbst wenn die Filmfirmen aus absolut widerwärtigen Gründen sich dazu entscheiden, Dinge in der Versenkung verschwinden zu lassen, aus unseren Regalen, kriegen sie sie nicht mehr weg. Und deswegen möchte ich dem lieben Kevin noch einmal vielen, vielen, vielen Dank für das Regalfutter sagen und eben dafür, dass du dich wieder einmal bemüht hast, mir wirklich tolle und interessante Titel für meine Sammlung zukommen zu lassen. Da freue ich mich riesig drauf, die Filme anzuschauen. Dir auf jeden Fall an der Stelle noch einmal ein fettes Danke, liebe Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024. Und falls sich jetzt irgendjemand vielleicht angesprochen gefühlt hat und sich gedacht hat, hey, warte mal, das mit dem Mystery-Paket, das klingt eigentlich ganz leibend, dann schreibt mir bitte einfach eine E-Mail an playzocker@gmail.com und dann können wir uns alles Weitere ausmachen. Aber jetzt zum nächsten Teil vom Sammlungsupdate. Wie gesagt, 2 von 5 Titel vom Mediamarkt, 3 von 5 von Amazon. Bei den Amazon-Titeln übrigens 2 von 3 nachher wieder ausgetauscht, weil, aber das muss man Amazon schon wirklich zugutehalten. Ich habe bestellt nämlich eben diese 3 Titel. Davon kamen beide, also alle 3 kamen innerhalb von einem Tag an und gestern am Abend, ich habe übrigens diese 3 Titel nicht im Mystery Unboxing ausgepackt, weil ich mir eben gedacht habe, so einen Tag bevor ich das Sammlungsupdate aufnehme, für 2 dünne Amazon-Kartons extra einen Livestream starten, der dann wahrscheinlich 1,5 Minuten dauert. Das wäre eher Lebenszeitverschwendung, deswegen dachte ich mir, wurscht, wird schon passen. Man wird ja nichts verpassen, wenn ich das jetzt einmal nicht live auspacke. Bam, war natürlich gleich 2 von 3 Dingen beschädigt, habe sofort die Umtäusche beantragt, wobei Alienoid die Neulieferung erst nächste Woche kommt. Da seht ihr jetzt dann noch die Version mit den Dellen unten. Aber bei Teenage Mutant Ninja Turtles, und ich schwöre, ich habe am 29.12. um, ich glaube, 19 Uhr irgendwas auf den Amazon-Knopf gedrückt mit bitte austauschen. Und am 30.12. um 10 hat der Postler geläutet oder der Amazon-Fahrer und hat das Ersatzexemplar geliefert. Holy freaking hell, wie zum Teufel ist das möglich? Aber jetzt möchte ich auf jeden Fall mal einen Blick auf die Dinge werfen, die da jetzt noch vor uns stehen und die ich mir vergangene Woche eben selbst gegönnt habe. Oh, wow! Das ist eine wunderschöne DVD, die mein geschätzter Kollege hier auf YouTube gerade vorstellt. Und ich glaube, dass diese DVD, die er hier hat, ich auch gerne haben wollen würde. Das ist wahrscheinlich die freieste, aber womöglich auch die einzige Interpretation der bekanntesten Szene aus Harry und Sally, die hier auf YouTube zulässig ist, ohne dass das Video sofort demonetarisiert wird. Ja, wir kennen natürlich das bekannte Gestöhne von Meg Ryan, beziehungsweise einige andere Sequenzen aus der absoluten Kultkomödie Harry und Sally, einer der Filme, die sogar für mich als jemand, der von romantischen Komödien grundsätzlich gar nichts haltet, zumindest irgendwie einen nostalgischen Charme hat, obwohl ich zugeben muss, den Film jetzt schon wahnsinnig lange nicht mehr gesehen zu haben. Deswegen ist eine Neuauflage im Mediabook von Cape Light natürlich ein perfekter Anlass, um dieses Versäumnis nachzuholen. Vor allem, weil Cape Light ja auch bei diesem Film gerade nicht nur The Extra Mile, sondern auch The Extra Pixels gegangen ist und diesen Film als limitiertes 4K UHD Mediabook veröffentlicht hat, nämlich sogar weltweit erstmals in 4K. Da können wir mal gleich einen Blick auf das Backcover werfen. Da bekommen wir standardmäßig die Informationen rund um diesen Release. Ein paar Bildausschnitte. Die Bedienungsanleitung, wie wir eine 4K in den Player schieben, beziehungsweise können wir dann einmal einen Blick auf das, schauen wir zuerst einmal auf dieses Cape Light Mediabook Regal, da haben wir ja mittlerweile auch schon diverse neue Titel dazu bekommen und das Ganze wird bald auch bei dieser Cape Light Regalversion hier auf diesem Backcoverblatt hier ein bisschen neu gestaltet werden müssen. Bin gespannt, was sie sich diesmal einfallen lassen, aber
Wir werfen hier einen Blick auf das Cover-Artwork. Das bietet in dem Fall einen Rahmen und ist innerhalb von dem Rahmen allerdings nicht ganz in Weiß, sondern eher in so einer Art Eierschalenfarbe gehalten. Das ist ja auch dasselbe Motiv, das wir damals bereits als altes deutsches Kinoplakatmotiv des Films gesehen haben, wobei es da mit ein bisschen einem Farbverlauf von Blau und Orange ausgestattet war. Man muss aber sagen, dass der Film auf den ganzen DVD und bis vorherigen Blu-ray-Auflagen von 20th Century Fox direkt wirklich grauenhafte, zwangsmodernisierte Cover-Artworks geboten hat, die mit der eigentlichen Ästhetik des Films rein gar nichts zu tun haben. Natürlich ist das auch ein sehr bekanntes Motiv, das wir in anderen Ländern bekommen haben, überraschenderweise eben auch mit sehr vielen alternativen Hintergründen und Hintergrundfarben aus Frankreich, aus Amerika natürlich und sogar aus Israel. Habe ich hier in der IMDb Plakatversionen gesehen, die eben jenes Motiv nützen, eben mit unterschiedlichen Hintergründen. Ich finde, dass das eigentlich hier auf dem Mediabook recht schön aufbereitet wurde. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt gegen diesen Rahmen, nachdem zumindest einzelne Elemente hier aus diesem Motiv und aus diesem Rahmen wieder rausfahren. Muss allerdings sagen, dass es natürlich nicht mein Stil von spektakulärem Cover-Artwork ist, wobei man natürlich auch ergänzen muss, dass mein Stil von spektakulärem Cover-Artwork zu diesem Film überhaupt nicht gepasst hätte. Hier ist dann übrigens das Szenenbild, das als zweites großes bekanntes Cover-Artwork von dem Film verwendet wurde, eben bereits bei der deutschen DVD war das mit drauf, wobei interessanterweise Meg Ryans Charakter, wobei es scheinbar andere Sequenzen gibt, weil Meg Ryans Charakter auf der DVD von MCP zum Beispiel einen Hut trägt auf dem Cover von MGM, war das Motiv genauso wie hier. Bei anderen Blu-ray-Artworks wurden dann teilweise eben andere Hintergründe hier dazu gedichtet. Es ist auch durchaus spannend und demnach natürlich auch eine perfekte Wahl für das entsprechende Backcover. Wir werfen dann einmal einen Blick ins Innere, da wartet auf der linken Seite die Triple Layer UHD 100 mit dem Film in 4K auf uns, wobei Capelet auch bei diesem Titel wieder eines dieser wundervollen durchgehenden Motive geschaffen hat, wo eben das Innenartwork des Mediabooks auf die Disc hier übergeht und sich diese demnach nahtlos in das Design eingliedert, was ich persönlich einfach genial finde. Und auf der rechten Seite hat man quasi genau dasselbe System gemacht. Man hat sich's nur zugegebenermaßen ein bisschen leichter gemacht, indem man hier lediglich auf dem Backcover vom Booklet ein kleines Motiv anbietet und auf der rechten Seite dann eigentlich nur dieses, kann man sagen, Dunkelbordeaux als weiter einen Farbverlauf anbietet und eben die Disc hier eingegliedert hat. Zwischen den beiden Discs gibt es natürlich Mediabook typisch einen Text, geschrieben von Jenny Jecke, die sich eben hier in ihrem Text auf eben die Rom-Com generell betrifft und dabei scheinbar ein bisschen einen Abriss über die Genregeschichte beziehungsweise natürlich ganz besonders Harry und Sally darstellt. Hier eben so, also nicht das, aber in derselben Pose wie hier gibt's eben auch mit Hut dieses Motiv auf dem MCP-Cover. Dazu muss man sagen, dass das Ganze von Capelet in dem Fall natürlich ein bisschen zurückhaltend, passend zum Film, eben einfach und unspektakulär gestaltet wurde, dass das Artwork aber, finde ich, trotzdem als gelungen bezeichnet werden kann und dass das Mediabook auf jeden Fall hochwertig verarbeitet wurde. Wie nennt man eigentlich einen Senioren aus dem Weltenraum? Ist es ein Alienoid? Wohnt der dann vielleicht auch im Alienoidersheim? Ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, dass ich es bald herausfinden werde. Alienoid ist nämlich ein südkoreanischer Film aus dem Jahr 2022, den wir hierzulande über Capelet sogar als limitierte 4K UHD-Version im Mediabook veröffentlicht gesehen haben. Dabei muss man ergänzen, dass von diesem Film bereits ein zweiter Teil im Anlauf ist, wo ich glaube ich mir davon ausgehen kann, dass sich Capelet den ebenfalls wieder geschnappt haben wird. Aber zuerst werfen wir jetzt einmal hier einen Blick auf das Mediabook des ersten Teils, das mittlerweile übrigens für diejenigen, die hier gewartet haben, auf ein
Schnäppchen bei K-Play direkt im eigenen Online-Shop Ende 2023 ausverkauft war und wo es scheinbar Restbestände noch bei Amazon und Konsorten gibt, sodass diejenigen, die da auf besondere Angebote oder Vergünstigungen gewartet haben, womöglich ihr Warten einstellen und zuschlagen sollten, damit sie eben dann letzten Endes nicht irgendwie auf den teuren Sekundärmarkt angewiesen sind. Dabei bekommen wir hier, finde ich, ein sehr schick gestaltetes Backcover-Artwork mit den üblichen Informationen, beziehungsweise auch der Info, dass auch dieser Film 143 Minuten lang dauert. Wir schauen dann einmal auf das Cover-Artwork. Das ist in dem Fall interessant aufbereitet mit einem partiellen Spotlack hier auf dem kompletten Motiv. Das allerdings finde ich auch schön dazu beiträgt, dass sich dieser vom Hintergrund des Mediabooks abhebt. Das ist ja in dem Fall wieder einfach nur ein einfärbiger weißer Hintergrund, auf den dieses Motiv gedruckt wurde, was allerdings finde ich durch die durch diesen Spotlack ein bisschen mehr Farbpräsenz und Farbprägnanz bekommt, dass dieses Motiv hier einfach recht schick in Szene gesetzt wurde. Ist auch ein Motiv, das international in dieser Form bei anderen Versionen ebenfalls verwendet wurde. Ich habe hier ein, ich glaube, thailändisches Plakat, wenn ich da jetzt nicht falsch liege, wo dasselbe Motiv drauf, also grundsätzlich dasselbe Motiv drauf ist, wobei einzelne von diesen Charakteren dabei tatsächlich ausgetauscht wurde. Wurden vor allem eben hier unten hätte man eigentlich einen anderen Charakter, nämlich ihn hier laufen gesehen, also dieses Motiv wäre hier unten da. Da hat K-Play tatsächlich noch ein bisschen die Charaktere in diesem Logo herumgeschoben, damit man einfach ein bisschen mehr Charaktere und damit ein bisschen mehr Action unterbringen kann. Wir bekommen Spotlight natürlich auch beim Titelschriftzug auf dem Spine, beziehungsweise dann nicht mehr auf dem Backcover, haben halt eben auch das Backcover nur in diesem Rahmen, was? Joch, K-Blatt hat immer einmal gesagt, produktionstechnisch bei gewissen Maschinen notwendig ist, weil die nicht bis ganz an den Rand drucken können. Sicherlich auch eine feine Sache ist, damit es ganz sicher keinen Versatz hier auf dem Spine gibt. Mir persönlich gefällt es aber trotzdem nicht, weil ich trotzdem immer wieder, wenn ich das hier sehe, das Gefühl habe, dass sich der Grafiker einfach verrechnet hat und nicht gewusst hat, wie groß das Backcover genau ist. Dass das bei K-Blatt natürlich nicht in so der Fall ist mir genauso bewusst wie euch. Dabei muss man aber auch sagen, dass diese Oberfläche und dieses Papier halt doch einen durchaus hochwertigen Eindruck macht, so mit so einer halb glänzenden Ästhetik. Aber wir wechseln dann einmal ins Innere. Auf der linken Seite gibt es hier, finde ich, ein wirklich schickes Motiv, das eben diesen koreanischen Science-Fiction-Streifen, finde ich, hier in ein sehr hübsches Bild rückt. Dazu können wir die Disc auf der linken Seite natürlich wieder perfekt in das Artwork integrieren. In dem Fall ist allerdings nur hier eine kleine Turmspitze bzw. ein bisschen was von den Wolken drauf enthalten. Und auf der rechten Seite, oh wow, gibt es da ein bisschen ein spektakuläreres Motiv von eben dem Kerl, der hier in seinem Thron sitzt, beziehungsweise auch hier das durchgehende Artwork vom Backcover des Booklets auf die rechte Seite des Innenspiegels und dabei natürlich fortgesetzt auf die Disc selbst. Das ist doch absolut genial, wenn sich diese Disc so nahtlos in dieses Innendesign von dem Mediabook integriert. Und wir können dann einmal einen Blick durch das Booklet werfen. Da hat der Regisseur Rede und Antwort gestanden für den Text, hat ein paar Fragen beantwortet, wobei K-Blight hier dann auch noch ein paar Bildelemente aus dem Film für dieses Booklet verwendet hat. Dabei muss man natürlich sagen, also erstens, Konzeptzeichnungen und so weiter immer eine coole Beigabe sind, beziehungsweise immer bei einem aktuellen Film wie Alien 9 natürlich auch die Möglichkeit hat, diese Fotos in perfekter Druckqualität hier beizulegen und dass das am Ende eigentlich ein wirklich schickes, schlicht gestaltetes, muss man sagen, Mediabook ist eben mit klaren Grenzen und Definitionen von ein bisschen Artwork und viel Hintergrund. Das hier allerdings für mich ganz klar ersichtlich ein interessantes Konzept dahinter steht, dass hier, finde ich, ein schönes, sauberes Mediabook-Design gezaubert wurde von einem Film, auf den ich persönlich, ehrlich gesagt, wirklich, wirklich gespannt bin.
Cowabunga! Cowabunga! Wir wissen alle, was der Angry Video Game Nerd an dieser Stelle gesagt hätte. Aber ganz ehrlich, die Turtles sind wieder da! Und ich weiß gar nicht, wieso ich mich so sehr drüber freue. Ich esse meine Pizza lieber erstens selbst und zweitens nicht im Kanal. Aber egal, wir haben es wieder mit schöner Schildkröten-Action zu tun. Wobei der neueste Film, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, etwas Besonderes ist, weil ja zuletzt Michael Bay für die Teenage Mutant Ninja Turtles Filme verantwortlich war, und das Besondere ist, dass er das dieses Mal nicht mehr war, yes, beziehungsweise, dass wir seit 2007 den zweiten erst digital animierten Turtles Film hatten. Wir haben ja von Live Action natürlich über die klassischen Zeichentrickfilme so ziemlich alles aus dem Turtleverse, aber das hier ist etwas Besonderes. Dabei sei zu erwähnen, dass die Story, oh, in diesem Fall nicht von Michael Bay stammt, sondern von Seth Rogen, der in diesem Fall übrigens auch als Produzent wieder firmiert, beziehungsweise die Synchronstimme von Bebop ist im englischen Original. Rocksteady wird in dem Fall von John Cena gesprochen. Giancarlo Esposito aus Breaking Bad hat den Baxter Stockman verkörpert. Jackie Chan ist Splinter. Und wir haben auch noch andere Leute wie Ice Cube und Paul Rudd mit in dem Film dabei. Das klingt eigentlich durchaus interessant und spaßig. Bei uns ist der Film dankenswerterweise neben den Standardauflagen auch als limitierte 4K-Auflage im Steelbook erschienen, und die habe ich mir jetzt dann auch gegönnt. Man muss zuerst einmal einen Blick auf die bekannte C-Card werfen, wo wir ein paar Informationen zu diesem Release bekommen, eben technische Details, Infos zum Bonusmaterial, Cast and Crew Angaben und so weiter und so fort, beziehungsweise können wir dann einmal gleich diese C-Card entfernen, die hier mittels kleiner Klebepunkte angebracht wurde am Steelbook und nicht mit diesen größeren runden Klebestickern, die Paramount sonst eigentlich gerne verwendet, die sich allerdings in meinem Fall sehr leicht und problemlos ablösen haben lassen, was natürlich relativ problematisch ist bei diesem Full-Gloss-Finish von diesem Steelbook ist. Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich es schon so oft angegriffen habe, dass diese Zahl der Fingerabdrücke gerechtfertigt ist. Das ist wirklich ein Finish, dieses schwarze Full-Gloss, wo, glaube ich, schon die ersten Fingerabdrücke auf dem Steelbook drauf sind, wenn man sich nur überlegt, dass man es irgendwann einmal angreifen könnte. Interessant finde ich, dass wir es eben hier mit einem speziellen Zeichenstil zu tun haben, der eben auch bei den Promo-Artworks von diesem Film verwendet wurde, mit diesem klassischen rausgefahren, drübergefahren. In der Schule hätte ich noch einen Vierer gekriegt, den Zeichnen, wenn ich das abgeliefert hätte. Aber das ist eben auch zu einem gewissen Grad der Stil des Films, der wirklich sehr, sehr speziell und strange aussieht, muss man sagen. Ähnlich eigentlich am ehesten noch wie Life is Strange, wenn sich da jemand an diese Spiele erinnert. Das Ganze ist eben wirklich Full Gloss gefinished, wobei hier die Grundierung zumindest aufgelassen wurde für den metallischen Teil hier, für die Achse und Radaufhängung bei dem Skateboard, sodass eben die zumindest ein bisschen metallisch schimmern kann, was, finde ich, ein sehr netter Effekt ist. Wir wechseln dann einmal auf das Backcover. Da sehen wir eben die vier Turtles, beziehungsweise haben wir dann hier auch bei ihren Augenbinden diesen Metallic-Effekt mit dabei, was, finde ich, obwohl Stoff ist jetzt natürlich nicht per se per Material passt, aber dieses Motiv irgendwie durchaus interessant anreichert. Und zudem muss ich auch sagen, dass ich die Art, wie die Turtles hier auf diesem Steelbook gezeichnet sind, eigentlich wirklich cool finde. Also das ist eine feine Sache. Wir können dann einmal einen Blick auf die Discs werfen. Eine Double Layer UHD 66 enthält auf der einen Seite den Film, beziehungsweise darunter dann auch noch die zweite Blu-ray, und wir bekommen interessanterweise hier nicht einfach ein Innenartwork, sondern mit ein bisschen Metallic-Effekten, eben hier beispielsweise beim Munitionsgürtel, aber das sind vier Bilder. Das sind auf der linken Seite die vier Turtles, auf der rechten Seite dann die vier Main Villains von dem Film, und es schaut eigentlich mehr so ein kleines bisschen aus wie die letzte Stufe der Auswahlmöglichkeit für ein Innenartwork als dann ein tatsächliches Innenartwork. Das ist nicht schön, das ist für Artcards geeignet. Ich meine, grundsätzlich wäre natürlich die Idee, dieses Duell und diese Gegenüberstellung zwischen den Heroes und den Villains in dem Film als Innendesign von dem Steelbook zu verwenden, eine coole Sache, aber dann muss man die doch bitte zumindest zusammen kopieren auf ein Motiv und nicht eben einfach eben teilweise mit abgeschnittenen Flügeln hier
einfach irgendwie nebeneinander zu klatschen, wie einfach acht Bilder, das ist kein geeignetes Innenartwork. Das ist wirklich, wirklich nicht schön. Da hätte man sich mehr Mühe geben können, nein, ich korrigiere, da hätte man sich mehr Mühe geben müssen, um bei diesem Steelbook für ein vernünftiges Innenartwork zu sorgen, weil auch wenn das jetzt optisch nicht zwangsläufig schier ist, es ist einfach extrem faul. Das kann man in dem Fall nicht anders formulieren. Finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil man sich ja bei dem Steelbook außen ganz offensichtlich bemüht hat, ein bisschen was Einzigartiges, Spezielles eben auch zum Stil des Films Passendes zu machen, auch wenn ich jetzt grundsätzlich das äußere Frontcover-Artwork vor allem auch nicht sonderlich speziell und beeindruckend finde, ist es okay, aber am Ende, oh, es ist okay. Ich kam zur Welt und habe festgestellt, ohne Mobil geht man sehr viel. Düt, düt, düt. Wobei man tatsächlich dazu sagen muss, für die ERV waren damals 300 PS noch das höchste der Gefühle, das Maß aller Dinge. Ich glaube, mit 300 PS kommt man bei Gran Turismo nicht einmal über das erste Proberennen hinweg. Da habe ich natürlich schon mit ganz anderen Boliden meine Runden gedreht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich damals auf der PlayStation 2? Fragezeichen. Das erste Mal wirklich schön damit begonnen habe, das Spiel auszutricksen, indem ich herausfinden wollte, was eigentlich passiert, wenn man auf dieser durchgehenden Tachozeile, also auf dem Kilometerzähler über 9999 kommt, und habe diese runde Bahn eingestellt, den Controller mit Gummibändern versehen und einfach 2 Tage gewartet. Das war das, was ich als Kind dann irgendwie witzig gefunden habe. Es war übrigens das Ergebnis ist nicht besonders spannend, wobei ich die Idee, dass die Autos quasi einen Kilometerzähler hat, der über alle Rennen hinweg geht, eigentlich ziemlich leiwand gefunden. Ich muss sagen, als ich dann einmal gehört habe, dass Gran Turismo verfilmt werden soll, dachte ich mir, hä? Soll das eher sowas werden wie The Fast and the Furious, nur mit noch weniger Story, falls das überhaupt möglich ist? Aber tatsächlich ist die Story und das Konzept wahnsinnig interessant, weil eben in dem Fall ein tatsächlicher Gamer mit zu einem Autorennfahrer umgeschult wird. Es ist ähnlich so wie bei Armageddon, oder? Wo sie die Bohrarbeiter zu Astronauten umschulen, und ich mir den ganzen Film immer gefragt habe, wäre es nicht eigentlich einfacher und billiger gewesen, Astronauten zu Bohrarbeitern umzuschulen? Aber egal, Neil Blomkamp hat die Regie von diesem Film übernommen, und ich muss echt sagen, dass das vor allem auch mit Jaimon Hansu beziehungsweise Orlando Bloom gar nicht mal schlecht besetzt ist und nicht schlechte Kritiken gebracht hat und dass die Story eigentlich durchaus interessant sein und funktionieren soll. Deswegen habe ich mir dann eben hier das Steelbook geholt, natürlich leider nur das Standard-Steelbook, das es auch beim Mediamarkt gibt, und nicht das Amazon-exklusive Steelbook, weil das natürlich bei Gran Turismo schon relativ schnell ausverkauft war, und so wichtig, dass ich jetzt da extra dem einen Steelbook nachjage, ist der Film für mich dann doch nicht. Ich finde vor allem, und dass auch dieses Motiv eigentlich durchaus cool aussieht. Auf dem Amazon Steelbook ist ja das Artwork mehr in der blauen Richtung und das Auto fährt auf uns zu. Aber man muss sagen, was mir bei dem Steelbook ganz besonders deutlich gleich auf den ersten Blick auffällt, ist, dass es eigentlich ein eher billiger Steelbook-Druck ist. Man sieht das vor allem hier bei den Elementen mit dem metallischen Steelbook-Flair. Ja, man merkt, dass man hier mit Full-Gloss-Finish beziehungsweise eben auch der weißen Grundierung teilweise gearbeitet hat, dass eben der Himmel beispielsweise, egal, unabhängig des Betrachtungswinkels, integer bleibt und es dann eher diese Geschwindigkeitsstreifen, diese Verzerrungen sind, die eben hier mit dem Metallic-Effekt verziert sind. Aber gerade beim Auto, finde ich, hat man irgendwie das Gefühl, dass die Grenzen zwischen der Grundierung und dem Metallic Flair irgendwie random sind. Teilweise eben Teile von dem Kotflügel hier schimmern metallisch, teilweise dann aber auch die Reifen, wo das irgendwie gar nicht passt, hier
Auch bei dieser Lüftung oder was auch immer das sein soll, kommt ein bisschen metallischer Flair durch. Also das wirkt sehr random, als hätte quasi eine KI den Metallic-Effekt errechnet und als wäre da nicht wahnsinnig viel Konzept dahinter. Das finde ich ein bisschen schade, weil das Motiv, finde ich, actiontechnisch durchaus einen guten Eindruck macht, aber allgemein das Steelbook eben auch vom Druck und von den Farben her jetzt nicht sonderlich beeindruckend wirkt. Das Ganze setzt sich dann natürlich auch auf dem Backcover ganz eindeutig fort, wo man eben denselben Eindruck, finde ich, hat, wenn man hier auf das Backcover schaut. Hier ist es nämlich dann auf der einen Seite die Straße, die zwar asphaltiert ist, aber in dem Fall eben ein bisschen metallisch schimmert, aber halt eben auch wieder einzelne Teile des Autos, was, finde ich, nicht schön genug abgegrenzt ist, was jetzt Auto ist, was jetzt Lack ist, was jetzt schimmernder Teil vom Auto ist. Das wirkt alles irgendwie sehr, sehr random und sehr billig. Also der Druck auf dem Steelbook macht einfach nur einen billigen Eindruck, und es sind außerdem einfach nur zwei Motive irgendwelcher Natur, die hier drinnen sind. Dafür finde ich allerdings das Disc-Design absolut großartig. Die Triple Layer UHD 100 bekam hier natürlich einen Tachometer, beziehungsweise eigentlich den Drehzahlmesser als Disc-Design, und dann auf der Standard-Blu-Ray ist es natürlich die Radkappe, oder die Felge, was auch immer, ich habe keine Ahnung von Autos, was, finde ich, absolut großartig aussieht. Und denselben Effekt wie außen haben wir dann auch im Inneren, allerdings mit all seinen Pros und Cons. Grundsätzlich sehen wir eben das Gesicht von unserem Hauptcharakter hier weitestgehend scharf. Es ist natürlich eine klassische Methode, über diese Unschärfen dann auch ein bisschen Dynamik und Bewegung und Schnelligkeit in das Bild hineinzubringen. Es wirkt am Ende aber einfach nur ein bisschen verwackelt und unscharf. Also so wirklich begeistern tut mich das nicht, vor allem weil hier eben beispielsweise sogar bei seiner Kleidung teilweise ein bisschen was von diesem Metallic Steelbook-Effekt durchrutscht, was halt einfach irgendwie nicht besonders gut passt. Es ist, muss man sagen, jetzt ein Steelbook, wo die Motivauswahl grundsätzlich in Ordnung ist, aber man dann, finde ich, bei der tatsächlichen Steelbook-Erstellung, vor allem bei der Abgrenzung von Vordergrund, Hintergrund, grundiert, nicht grundiert, Metallic-Effekt oder nicht, wirklich wesentlich mehr aus den verschiedenen Artworks rausholen hätte können und das Ganze sicherlich noch deutlich besser aussehen hätte können. So ist das, was am Ende bleibt, eigentlich ein ziemlich, ziemlich durchschnittliches Steelbook zu dem Film Gran Turismo. Denzel Washington räumt auf. Das tut er ja tatsächlich schon seit einiger Zeit, wobei ich mich gar nicht mehr erinnern kann an den Film Mann unter Feuer, weil ich da von dieser wackeligen Kamera einfach die ganze Zeit Kopfweh hatte. Danke noch einmal, Tony Scott. Aber dann kam plötzlich ein anderes Franchise mit ihm auf den Markt, nämlich das Equalizer-Franchise. Und da hat Denzel Washington gleichzeitig mit Keanu Reeves in John Wick angefangen, wirklich die Gangster in Reih und Glied umzubringen. Und ich muss sagen, dass das Filmduell Equalizer vs. John Wick für mich gar kein einfaches war. Beide Filme waren irgendwie für sich genommen absolut großartig. Und sogar hatte ich noch kurze Zeit nach der Sichtung von beiden ersten Teilen das Gefühl, dass ich Equalizer ein bisschen genialer finde. Etwas, das sich dann natürlich erledigt hat, als von beiden Franchises die zweiten Teile erschienen sind, wo Keanu Reeves dann in John Wick 2 nämlich wirklich also den absoluten God-Mode aufgedreht hat und Denzel Washingtons Equalizer 2, finde ich, ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Trotzdem freue ich mich, dass jetzt auch bei Equalizer ein dritter Teil erschienen ist und dass es von diesem auch dann ein deutschsprachiges Steelbook gibt. Man muss ja sagen, dass auch die ersten beiden Teile in sogar verschiedenen Steelbook-Auflagen erschienen sind, wobei, coolerweise, die Steelbook-Auflagen der ersten beiden Teile ja eigentlich sogar fast zusammengepasst haben. Die kamen ja in diesem Project Pop Art, das Sony damals kuratiert hat, auf den Markt, aber bei dem dritten Teil handelt es sich jetzt um ein komplett anderes Design, das wir nämlich
Dass wir dann nämlich eher an das neue Sony-Design angepasst haben, wo die Steelbooks dann über PlayOn erscheinen und halt eben einfach hier die Schriftzüge bzw. eben auch Label-Logos nicht zusammenpassen, ist natürlich etwas, das für Puristen und Perfektionisten für mich nicht ganz so schön ist, was allerdings aufgrund der Zeit und natürlich irgendwie auch des Vertriebwechsels, der da dazwischen gestanden ist, womöglich einfach nicht zu vermeiden war. Stattdessen muss man an der Stelle sagen, dass es wie auch bei Gran Turismo zwei verschiedene Steelbook-Artworks von Equalizer 3 gibt. Auf der einen Seite dieses hier, was ja noch verhältnismäßig verhalten dasteht, wobei ich trotzdem sehr schön finde, wie Denzel Washington in diesem Fall gezeichnet ist. Das ist ja nicht einfach nur ein Foto, das ist mehr oder weniger eine Zeichnung, die auf Gemäldeschiene gebracht wird. Aber bevor wir uns das noch einmal näher anschauen, vielleicht ein Blick auf das Backcover, wo wir natürlich die klassischen Informationen zu diesem Release bekommen, dann sogar eben auch das Element, das wir dann hier auf dem Backcover sehen, noch einmal klein gezeichnet oben, was, finde ich, die Homogenität absolut wundervoll unterstützt. Aber wo wir eben gerade bei den gezeichneten Artworks sind, es gab ja auch bei diesem Titel, wie schon bei Gran Turismo, noch ein Amazon-exklusives Steelbook, das ein komplett anderes Artwork geboten hat, eines, das einige Leute als sehr übertrieben bis hin zu affig bezeichnet haben, was ich allerdings wirklich großartig fand, wo man Denzel Washington quasi dynamisch die Justitia sprengen und aus ihr herausgehen gesehen hat, das ich allerdings leider quasi ums, auf gut wienerisch zu formulieren, klassische Ohrschlecken verpasst habe und mir dann gedacht habe, okay, wurscht, bevor das jetzt auch noch ausverkauft ist, hole ich mir halt zumindest dieses Steelbook. Und anders als beim Steelbook von Gran Turismo, das ja eine kurze Zeit vorher produziert wurde, hat Columbia eben im Vertrieb von PlayOn Pictures hier ein, wie ich finde, deutlich schöneres Design abgeliefert. Denn ich finde, das Steelbook gewinnt ein bisschen durch das matte und nicht einfach Full-Gloss-Finish. Das Steelbook macht haptisch ein bisschen mehr her und auch die Abgrenzung von diesen Metallic-Effekten ist hier deutlich besser gemacht. Der Druck wirkt einfach nicht dermaßen billig, auch wenn natürlich eben dieser einfärbige, also dieses Leuchten dann doch ein bisschen vielleicht so sehr in dieses bräunlich-güldene hineingeht, wobei das womöglich aufgrund der generell gezeichneten Ästhetik von diesem Cover-Artwork sogar in genau dieser Form gewollt war. Das passt eigentlich ganz gut, vor allem weil eben auch hier die Abgrenzung zwischen dem Kopf von Denzel Washington und dann eben dem metallisch schimmernden Hintergrund sehr schön getroffen wurde. Ich mag das. Ich mag aber vor allem die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Design handelt, das vom Frontcover zum Backcover übergeht. Und was ich, finde ich, auch maßgeblich dazu finde, dass dieses Steelbook ebenfalls wunderschön ist, ist mehr oder weniger die Tatsache, dass bei dieser Wein-Ästhetik, ich liebe übrigens das verkappte, nicht Eminem, sondern Equalizer 3 Logo auf dem Korken von der Weinflasche, das allerdings dann eben der ausrinnende Wein die Justitia ergibt, das allerdings dabei dann auch wirklich wunderschön mit diesem metallischen Steelbook-Effekt gearbeitet wird. Man sieht eben vor allem hier beim Auslaufen von der Justitia beziehungsweise eben diesem Wein, die Art, wie hier Aquarelle gearbeitet wurde, wie das Ganze eben hier metallisch gestaltet wurde, dass eben hier der ganze Hintergrund sehr schön zum Leuchten kommt und dass wir es hier eben natürlich mit einem durchgehenden Artwork zu tun haben. Und auch wenn ich persönlich immer noch der Meinung bin, dass das alternative Amazon-exklusive Steelbook noch schöner ist, aber da noch mehr Action und vor allem noch mehr Verrücktheit liefert, ist das eigentlich auch ein wirklich geniales Design, das für dieses Steelbook hier auch absolut wundervoll aufbereitet wurde. Wir können dann einmal einen Blick ins Innere werfen, da erwartet uns natürlich auf der einen Seite die Double Layer UHD 66 mit dem Film. Dankenswerterweise hat man hier übrigens auch wieder verschiedene Motive auf die Discs gedruckt, jeweils eben von Denzel Washington, beziehungsweise hat man eben für das Innere des Steelbooks auch denselben Stil fortgesetzt, den man auch außen auf dem Steelbook hatte. Wir haben hier wieder die partielle Grundierung eben bei der Hand von, ich nehme mal an, Denzel Washington und dann den metallischen Schimmer hier im Hintergrund. Das Ganze ist in dem Fall quasi als Silvester-Artwork mit ein bisschen Feuerwerk dargestellt, aber macht, finde ich, was her, vor allem, weil man eben auch dieselbe gezeichnete Ästhetik beibehalten hat,
hat, die man nach außen genommen hat. Das ist wundervoll, um das Steelbook eben als Gesamtkonzept homogen wirken zu lassen, um das Ganze hier, um die einzelnen Elemente passend zueinander zu gestalten. Das finde ich wirklich überzeugend und wirklich zufriedenstellend. Hier muss ich echt sagen, haben es die Gestalter seitens Columbia bzw. Playon, je nachdem wer das hier erdacht hat, wirklich ganze Arbeit geleistet und ein, wie ich finde, cooles Design erschaffen, das sich nämlich sehr schön auch von der aktuellen absoluten 0815 Steelbook-Welle abhebt und einfach ein cooles, innovatives Design liefert, mit dem man als Freund gezeichneter Steelbook-Artworks auf jeden Fall zufrieden sein kann, wenngleich finde ich trotzdem das absolute Nonplusultra trotzdem immer noch das zweite Amazon-Motiv gewesen wäre. Und damit, das absolute Nonplusultra ist in diesem Fall quasi eure Freizeit. Das war's nämlich mit dem Sammlungsupdate für diese Woche. Im Gegenteil, das war's mit dem Sammlungsupdate für dieses Jahr. 2023 ist hier auf meinem Kanal wirklich eine absolute Menge passiert. Wir hatten unzählige interessante Veröffentlichungen allein im Sammlungsupdate schon. Wir hatten unfasslich viele Blu-ray-Checks alleine. Ich habe über meine Recherchen für die Blu-ray-Checks in diesem Jahr wirklich so unglaublich viel gelernt und war so, so froh, dass ich das alles auch an euch weitergeben kann. Ich hoffe, dass euch das, was da passiert ist und gefilmt wurde, auch wirklich interessiert hat. Würde mich demnach natürlich ganz besonders freuen, wenn wir uns im neuen Jahr wiedersehen. Und noch einmal ganz zum Schluss in diesem Video ein ganz besonders fettes Danke an alle meine Kanalmitglieder und Patreon-Supporter, an alle Leute, die mich im Jahr 2023 auch mit verschiedenen Mystery-Paketen versorgt haben, weil das für mich irgendwie ganz besonders diese Freude am Auspacken, diese Freude hier am YouTube-Videos machen, ganz besonders schön darstellt, diese maßgeschneiderten, perfekt kuratierten Pakete, genau für mich, absolut perfekt durchdacht, jedes einzelne, und ich habe mich wirklich über jedes einzelne riesig gefreut. Deswegen noch einmal ein fettes Danke an alle Mystery-Paketschicker, an alle Kanalmitglieder, an alle Patreon-Supporter, an alle, die meine Videos hier auf dem Kanal schauen, liken, kommentieren, vielleicht mit anderen Leuten teilen. Selbst wenn ich aktuell wieder zugeben muss, dass ich einfach aus Zeitgründen schon wieder etliche, ich glaube Monate, nachhänge, die Kommentare wirklich durchgehend zu lesen und zu beantworten. Auch das nehme ich mir jetzt einmal für die nächsten Tage bzw. Wochen vor. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins Jahr 2024. Viel Erfolg, bleibt gesund, aber natürlich auch wichtig, bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen im Jahr 2024. Und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes lassen wir es krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.